Wald für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wieder einmal ist die Zahl der Eingaben deutlich gestiegen, und das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Wir wollen artikulationsstarke, wir wollen partizipierende Bürger, wir wollen auch zwischen dem Wahltag Menschen, die Anteil an unserem parlamentarischen Verfahren hier nehmen. Und erfreulich, das ist auch schon angeklungen, es ist wirklich angenehm vom menschlichen Umgang miteinander im Ausschuss. Herr Kollege Lehrer hat es gesagt, das ist erfreulich. Die Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschusses, auch in den Fraktionen, das ist wirklich sehr erfreulich. Doch wir wollen heute auch noch mal einen Blick darauf legen, was steckt eigentlich hinter den Petitionen, welche Art sind die Petitionen, die wir Mittwoch für Mittwoch bearbeiten. Hier wird schnell deutlich, das Petitionswesen wird von vielen tragischen Einzelfällen immer wieder bestimmt. Menschen, wo man wirklich lange überlegt, wie kann man da im Einzelfall helfen. Aber es gibt andererseits auch die Menschen, die das Petitionswesen als sachkundige Bürger nutzen, um politisch ein Korrektivinstrument damit zu haben. Und das ist auch gut so. Leider ist das, auch wenn es viele positive Beispiele natürlich gibt, oftmals vergeblich. Und zwar, Kollege Mattfeld hat es gesagt, es wird viel zum Nachdenken gebracht, das ist wohl wahr, aber wir stellen immer wieder fest, ab und zu bleibt es dann doch dabei, dass man nachdenkt und am Ende sagt, ja, diese Alarmsignale nehmen wir wahr, aber wir können es eigentlich nicht ändern, es gibt da nicht die Konsequenz daraus. Vielleicht ein paar Beispiele, Corinna Rüffer hat es angesprochen, manchmal bleibt es dabei, dass wir sagen, es gibt da ein gesetzgeberisches Problem, aber es gibt keine Möglichkeit, sich innerhalb der Koalition zu einigen, und dann lässt man es eben dabei. Beispiel zum Beispiel die vermurkste EEG-Reform aus dem letzten Jahr. Da gibt es immer wieder Beispiele von Bürgerinnen und Bürgern, die sich darüber beklagen, wie ungerecht die Verteilung ist, die Lastenverteilung der EEG-Umlage zwischen finanzstarken Unternehmen und weniger finanzstarken Bürgerinnen und Bürgern. Da geht es darum zu schauen, wie kann man da zu einer gerechteren Verteilung kommen. Viele Petitionen mahnen das an, sagen, die EEG-Reform hat nicht zu dieser Gerechtigkeit geführt. Und ja, wenn man sich das anschaut, am Ende des Tages kommen wir nicht zu Voten, die die Regierung auffordern, etwas zu verändern. Es gelingt uns nicht, uns gemeinsam darauf zu einigen, diesen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger Nachdruck zu verleihen. Das ist auch sicherlich Teil der Demokratie, auch eine Frage von Mehrheiten. Aber natürlich würden wir uns wünschen, dass wir da manchmal da diesen Seismographen der Bürgergesellschaft einfach etwas besser Nachdruck verleihen können. Anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich noch kurz erwähnen möchte, weil es auch immer wieder kommt, ist die Frage der Krankenversicherung. Das ist ja von Kollegin Stamm-Fiebig und von Kollegin Wöllert auch schon angesprochen worden. Da gibt es einen enormen Handlungsbedarf. Das Krankenversicherungssystem, unser zweigliedriges System, ist überholt, vorgestrig, bürokratisch, oftmals auch im Einzelfall ungerecht, wo wir dann auch gemeinsam zu der Einschätzung kommen. Aber die einfache Möglichkeit, die wir immer wieder vorschlagen, das als Material der Bundesregierung zu überweisen, um entsprechend zu einer Bürgerversicherung zu kommen, damit könnten wahrscheinlich das Ministerium heute schon seine Bürowände pflastern. Aber diese ganzen Überweisungsvorschläge, die wir machen, kommen nicht an, weil sie im Ausschuss blockiert werden. Also das, nur um das zu unterstreichen, glaube ich, was Kollegin Rüffer auch meinte, es gibt da viele Dinge, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben. Auch wenn das Petitionswesen als solches auch noch Reformen vortragen könnte, das ist auch angesprochen worden, wenn wir das, was wir schon können, nutzen würden, könnten wir für die Bürgergesellschaft einiges mehr tun, als wir es bisher tun. Und da freue ich mich auf die nächsten Jahre, da auch konstruktiv dran weiterzuarbeiten, auch im Ringen um die besten Lösungen. Natürlich gibt es auch in der Demokratie Mehrheitsverhältnisse, ist vollkommen klar, aber ich glaube, wir sollten da gemeinsam dran weiterarbeiten. Herzlichen Dank. Die Kollegin Antje Letzius.